Ja, und jetzt sage ich, ich freue mich auf Jens Teutrine, den Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen, im Tagesgespräch. Grüße in Berlin. Guten Morgen aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Ach, ich habe es mir fast gedacht. Sehr schön. Also, dann gehen wir nach Ostwestfalen-Lippe. Und die Frage an Sie ist erst einmal, wollen Sie tatsächlich Olaf Scholz zum Kanzler machen? Wir sind als eigenständige Partei in den Wahlkampf gegangen. Wir haben nicht mit für andere Kanzlerkandidaten geworben, nicht für Koalition oder mit taktischen Argumenten, sondern für inhaltliche Überzeugungen. Egal ob Jamaika oder Ampel, bei uns kommt es auf die Inhalte an. Wenn die im Sondierungs- und Koalitionsvertrag stimmen, dann gehen wir in eine Koalition rein. Wir wollen das Erwirtschaften vor den Parteien stellen, Freiheit vor Bürokratie. Und das sind unsere Kernlinien. Ja, dann gehen wir die doch mal an. Mindestlohn. Wir können jetzt das Spiel spielen, dass Sie jetzt einzelne Forderungen sagen und ich dann sage, naja, das ist vertrauensvoll innerhalb der Sondierungen. Ich finde das auch sehr gut, dass das vertrauensvoll stattfindet nee, und nicht von außen ganz kurz. Kommentiert wird. Nee, es geht nicht darum, was jetzt in diesen Verhandlungen besprochen wird. Darum geht es nicht. Ich möchte von Ihnen wissen, Sie sprechen für die jungen Liberalen. Die haben dann teilweise noch mal eine etwas andere Meinung als beispielsweise die Partei und der Parteichef. Und der heißt nicht Jens Teutrine, sondern der heißt Christian Lindner. Also, Jens Teutrine sagt mir, das kostet alles was und das werden wir alles mittragen. Oder sagen Sie, wir wollen Steuersenkungen? Ja, die Schuldenbremse und keine Steuererhöhungen sind eine rote Linie auch für uns. Es darf nicht darin münden, dass jeglicher Koalitionskompromiss am Ende immer zu neuen Schulden führt. Das belastet besonders meine Generation. Und das heißt, wir müssen auch andere Kompromisse finden, als immer nur neue Schulden zu machen. Das heißt, trotzdem Klimaschutz, der teuer ist? Selbstverständlich müssen wir auch beim Klimaschutz vorankommen. Als FDP haben wir da ja zum Beispiel mit unserem Emissionshandel, den wir ausweiten wollen auf alle Sektoren, mit einem strikten CO2-Limit einen Vorschlag gemacht. Wir wollen einen sozialen Ausgleich durch die Klimadividende. Wir wollen bei der EEG-Umlage die abschaffen, damit auch weiter alles finanzierbar bleibt. Selbstverständlich setzen wir weiter auch auf marktwirtschaftliche Prinzipien und auf Innovation statt Verbote. Und auf die schwarze Null? Ja, dazu habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, dass es Kompromisse nicht darin münden dürfen, immer neue Schulden aufzunehmen. Also Sie sagen, also wenn die schwarze Null nicht eingehalten werden kann, vielleicht für 1, 2, 3 Jahre, das könnte man verkraften. Das ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass das alles jetzt ein bisschen was kosten wird. Ich finde es sehr gut, dass wir vertrauensvolle Gespräche führen und dass wir von außen nicht zu kommentieren immer neue rote Linien ziehen oder ähnliches. Aber wir haben von vornherein gesagt, wir wollen keine Steuererhöhungen und nicht die Schuldenbremse ausweiten. Und das sind die roten Linien der FDP, die sind also bekannt. Steuersenkungen würden Sie notfalls darauf verzichten, hatten wir ja schon mal. Also ich meine, es gab ja schon mal auch eine schwarz-gelbe Regierung, wo Steuersenkungen vom damaligen Herrn Westerwelle noch versprochen wurden und dann nicht kommen konnten, weil der Koalitionspartner es gar nicht mitgemacht hat. Aber jetzt mal so ans Eingemachte. Nein, nochmal ein Nein zu den Sondierungen geht nicht mehr, ne? Selbstverständlich geht das. Wir haben auch, als wir die Ampelsondierungen angefangen haben, gesagt, wir halten uns die inhaltliche Option für Jamaika offen. Auch Robert Habeck hat gesagt, der Keks für Jamaika ist noch nicht gegessen. Armin Laschet steht weiter bereit für Gespräche. Der Einzige, der dazwischen gefunkt hat, war Markus Söder, der das für beendet erklärt hat. Da hat er wieder seinen eigenen Parteivorsitzenden ein Bein gestellt. Aber natürlich gibt es noch weiterhin die Option, wenn zu wenig Gemeinsamkeiten gefunden wären, wenn keine Kompromisse möglich wären, wenn rote Linien überschritten wären, dass wir dann in Jamaika Sondierungen einsteigen. Aber machen wir doch nicht den zweiten vor den ersten Schritt, dann stolpern wir. Gucken wir uns doch erstmal an, was heute das Ergebnis ist. Das ist richtig. Und was sagen dann Ihre Wähler dazu und Ihre Parteimitglieder und Ihre Anhänger, wenn Sie da ja im Grunde genommen federn lassen müssen oder richtig bluten müssen? Ja, unsere Wähler haben uns nicht für Koalition gewählt, sondern aus inhaltlichen Gründen, für unsere Position, die ich gerade auch schon skizziert habe. Und wenn die sich zum Beispiel auch im Bereich der Erneuerung des Aufstiegsversprechens, elternunabhängiges BAföG, mehr Tempo bei der Digitalisierung, wenn sich das wiederfindet in einem Koalitionsvertrag, dann glaube ich, dann wissen auch Wähler sehr genau, dass Kompromisse immer notwendig sind, aber auch einschätzen können, ob es einen Fortschritt gibt oder nicht. Und deswegen bin ich optimistisch, dass man jegliche Koalition auch immer kommunizieren kann und erklären kann. Ich habe gestern noch mit einem Wähler von Ihnen gesprochen, der hat gesagt, ich habe die FDP gewählt, weil der Lindner gesagt hat, er will mit dem Laschet dann eine Koalition machen. Dann wollte ich das stützen. Der hat Pech gehabt, oder?
Der hat nicht Pech gehabt. Der hat weiterhin eine FDP, die für ihre Inhalte einsteht. Und Jamaika ist weiterhin eine Option. Es liegt ja nicht an uns. Es liegt ja vielmehr an der CDU. Wir haben mit denen so bilaterale Gespräche geführt. Das waren die einzigen bilateralen Gespräche, die man im Nachgang in der Bild-Zeitung nachlesen konnte. Also eine vertrauensvolle Sondierung war auch zum Teil nicht möglich. Die Partei zerstreitet sich gerade selbst. Für uns ist das zwar eine Option, aber am Ende hat die SPD auch mehr Stimmen geholt und die CDU ist gerade nicht in der allerbesten Verfassung. Da verrate ich aber auch kein Geheimnis. Nö, ist kein Geheimnis. Und es liegt jetzt an Ihnen, haben Sie gerade selber gesagt, Sie können jetzt Zukunft gestalten. Der Parteivorsitzende der FDP sagt das sehr deutlich. Von den Grünen hört man da sowas wie, wir müssen jetzt was tun, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen kreativ sein und Fantasie haben bei den ganzen Dingen. Was haben Sie denn für eine Fantasie? Wie kann diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wenn, ich sage es ganz bewusst nochmal, wenn, als Ampelkoalition, was kann sie denn tatsächlich leisten in Deutschland? Welche Gemeinsamkeiten könnten wir finden? Wir könnten eine Gemeinsamkeit finden für eine sozioökologische Marktwirtschaft. Die Betonung liegt weiterhin auf Marktwirtschaft, dass wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich Soziales und Ökologie mit einer ökonomischen Grundlage bewältigen. Und als zweites, ich glaube, alle Parteien sind darüber frustriert, dass der eigene Bildungserfolg immer noch maßgeblich vom Geldbeutel und vom Bildungsgrad der Eltern abhängt. Also ist es noch möglich, aus eigener Kraft und eigener Leistung aufzusteigen. Also eine Modernisierung des Bildungssystems, dass wir beim Sozialstaat treffsicherer werden und womöglich auch, dass wir bei niedrigen und mittleren Einkommen bei der kalten Progression ran müssen, damit man durch harte Arbeit auch wieder vorankommt. Ich finde, das sind schöne Klammern, wo, glaube ich, auch die SPD und Grüne sich hinterfinden können. Sozialökologische Marktwirtschaft und Erneuerung des Aufstiegsversprechens. Ja, schön, dass Sie die Bildung auch noch erwähnt haben. Dankeschön für diese junge Stimme. Den Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen haben wir jetzt gehabt, Jens Teutrin. Und ich danke für das sehr Schönen nette Tag Gespräch. Noch.